Willkommen zukünftiger Kryptorentner zum heutigen Video. Heute geht es um das Thema Steppen. Ist das Ganze Ponzi? Ist das Ganze Scam? Wurden vielleicht sogar die Gründer verhaftet? Das und vieles mehr schauen wir uns heute an. Viel Spaß beim Schauen. Das soll kein langes Video werden, es soll lediglich ein kleines Update und Meinungsvideo werden. Denke mir dran, das Ganze ist keine Anlageberatung, das Ganze ist meine Meinung, das soll Unterhaltung sein. Und du musst immer selber recherchieren und entscheiden, ob, was und wie du investierst. Wir fangen an. Steppen kennst du, das Ganze ist diese NFT-Lauf-App, wo du mit deinen Schritten durchlaufen Geld verdienen kannst. Du kannst dir hier einen Schuh kaufen und hier ist aktuell ein bisschen der Crash da. Warum ist der Crash da? Da gibt es wahrscheinlich wieder mehrere Gründe. Unter anderem natürlich, weil allgemein der ganze Kryptomarkt ein Crashen ist und wir teilweise Kryptowährungen mit 50% Minus haben. Darum geht es aber wie gesagt gar nicht, sondern es gibt hier News und zwar gibt es dann hier so ganze Posting, ist das Ganze hier wahr oder nur irgendein Scam und zwar sind die Leute bzw. die Entwickler in China festgenommen worden und dann siehst du hier schon die ganzen Kommentare, die einen sagen ja, die anderen nein, die anderen man weiß es nicht und so weiter. Ich kann dir sagen, die sind in Australien angemeldet, dementsprechend kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das Ganze jetzt in China gleich so als Ponzi hinstellen können und dann die dort verhaften können. Die Wahrheit wird man erst irgendwann erfahren, aber meiner Meinung nach ist das Ganze natürlich hier nur Quatsch, denn warum sollte das so sein? Für was sollten die arrestiert sein? Die haben ja hier im Endeffekt niemanden um das Geld irgendwie gebracht, ja. Aktuell ist das Ganze vielleicht FUD, vielleicht ist das Ganze Scam, vielleicht wird das Ganze ein Rugpull, aber das ist meiner Meinung nach eher nicht der Fall. Es gibt die Leute, die dann sagen, okay, das Ganze könnte hier vielleicht ein Schneeballsystem sein oder Multilevel-Marketing. Kann sein, in einem gewissen Punkt ja, aber seien wir mal ehrlich, welches Unternehmen ist nicht ein Schneeballsystem? Gehen wir einfach mal hin. Du hast einen Dönerladen, ja, und nur wenn der Kunde zu dir kommt und einen Döner kauft, wirst du existieren. Und nur wenn du oder der Kunde Mundpropaganda betreibt und sagt, ey, hör mal zu, der macht einen guten Döner und du gehst hin, ja, dann existiert der Laden. Und so ist es bei Steppen auch. Und logisch, wenn die Nachfrage steigt, das siehst du aktuell beim Öl, das siehst du teilweise beim Klopapier, die Leute kaufen das, aus welchem Grund auch immer, und dann steigt der Preis, weil die Nachfrage steigt. Und so ist es natürlich auch bei Steppen. Ja, wollen viele Leute den Schuh? Dann wird der teuer. Ist Panik auf dem Markt, weil zum Beispiel so Gerüchte gestreut werden, wie dass die hier verhaftet worden sind, oder weil es irgendwelche anderen Gerüchte gibt, oder weil die Leute Angst haben, egal ob es um Steppen geht oder um den Kryptomarkt, dann ist es klar, dass die Preise fallen werden. Und wenn du einfach mal überall hinschaust, ist überall die Panik groß, ja? Du siehst GMT minus 20%. Das ist hier mehr oder weniger normal. Auch Bitcoin ist 3,5% im Minus auf die Woche gesehen. Du siehst also wirklich, es ist einfach alles im Abverkauf. Das ist ein Crash, es ist Angst, es ist Unsicherheit da. Und wenn zum Beispiel in 3 Wochen wieder ein bisschen mehr Ruhe herrscht, vielleicht mal gute Nachrichten kommen, dann werden die Leute wie verrückt kaufen, dann geht auch wieder Steppen hoch. Dementsprechend, solange das hier mit den ganzen Verhaften noch nicht belegt ist, würde ich das Ganze gar nicht so ernst nehmen. Wichtig, bei so ganzen Sachen wie zum Beispiel Steppen, sprich alles, wo du Geld investierst, ist es wichtig, den ROI zu erhalten. Wenn du wissen willst, wie ich meinen ROI schnell und gut bei Steppen bekommen habe, dann lass mir mal kurz eine Nachricht in den Kommentaren da. Dann mache ich hier die Tage ein Video, wie ich das Ganze gemacht habe und warum ich das Ganze so und nicht anders mache, weil ich mache es doch ein Ticken anders als die ganzen anderen Influencer oder YouTuber. Aber nochmal hier für dich, wenn du an das Projekt glaubst, recherchiere nochmal, ob du hier vielleicht inzwischen Neuigkeiten findest. Du siehst, es ist gerade mal 18 Stunden alt, dementsprechend ist das Ganze frisch. Schau einfach, ob du hierzu was Neues findest. Wenn ja, dann lass es mich auch gerne in den Kommentaren wissen. Dann kann ich vielleicht ein Update-Video dazu bringen. Ansonsten denke ich eher, dass das einfach nur Fake News sind. Vielleicht auch natürlich News, um den ganzen Preis auch nochmal in die Tiefe
zu schubsen, um dann einfach nochmal mehr und günstiger einzusteigen? Man weiß es nicht. Das Ganze ist immer so ein Mundding. Einer fängt an, alle anderen reden nach, dann entsteht die Panik und dann verstehen sich natürlich die gefallenen Preise von selbst. Dementsprechend überleg dir das Ganze, entscheide für dich. Meiner Meinung nach ist es kein Ponzi-Projekt, meiner Meinung nach ist es kein Scam-Projekt. Dafür ist das Ganze viel zu gut. Es gibt regelmäßig Updates, es gibt Informationen und natürlich auch viele neue Ankündigungen, wie das Ganze dann in Zukunft ablaufen soll. Dementsprechend bin ich der Meinung, dass das Ganze am Laufen ist. Es gibt ja auch immer die ganzen Gebühren und alles drum und dran, den Schuh musst du ja auch reparieren. Also das Ganze hat schon ein sehr gutes System, dass das Ganze sich lohnen kann. Wenn du einen Schuh mintest, musst du was zahlen. Wenn du den Schuh verkaufst, musst du was zahlen. Also es gibt wirklich viele Punkte, die nicht auf ein Ponzi hinweisen. Bei anderen Geschichten ist es da schon anders. Und da habe ich ja schon damals gesagt, okay, bei dem oder dem Projekt ist es komisch, wie die ihr Geld verdienen. Hier finde ich das Ganze gerechtfertigt. Dementsprechend, ich bleibe investiert. Ich überlege aktuell auch einen zweiten Schuh nachzulegen, um dann jetzt aktuell noch kostengünstig eben einen zweiten Schuh zu haben und dann vielleicht den dritten Schuh zu minten oder den dritten Schuh zu kaufen, um einfach hier GST zu haben. Aber wie gesagt, dazu mache ich dann ein separates Video, wenn da Interesse besteht. Du darfst mir gerne deine Meinung zu dem Projekt einmal unten in die Kommentare schreiben. Und nochmal zu dem Thema Schneeballsystem. Vielleicht ist es eins. Am Ende des Tages willst du aber hier nicht drüber diskutieren, ob es ein Schneeballsystem ist, ob das Unternehmen rentabel ist oder nicht, denn das sind Punkte, die uns mehr oder weniger nicht interessieren. Wir wollen rein, wir wollen Geld verdienen und wollen wieder raus. Ja, dementsprechend meine Methode, wenn da Interesse besteht, verrate ich euch sehr gerne. Und dann soll es das schon mit dem kleinen kurzen Update-Video gewesen sein. Ich hoffe, das Ganze hat dir gefallen und dann sehen wir uns natürlich schon morgen zum nächsten Video zukünftiger Kryptorentner. Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Slowly take